Ja, hallo Leute und herzlich willkommen heute zur ersten Folge meines Community-Projektes. Ja, ich mache tatsächlich ein Community-Projekt und das ist jetzt eine Programmiersache. Ihr könnt mithelfen, mal bei uns oder bei der ITS. Also jetzt nicht bei der großen Idee, sondern bei einem Innovation Technique Studio, ein Programm zu entwickeln. Dieses Programm heißt Clash of Cards. Ich habe hier schon mal ein neues Projekt erstellt, das ist allerdings noch komplett leer. Wir werden als erstes die Hintergrundklassen machen. Dazu brauchen wir allerdings ein Package. Und das Package, das nennen wir es als erstes mal Cards. Da speichern wir auch die ganzen Karten drin. Das heißt ja Clash of Cards. Deswegen heißt das Package of Cards. Und dann kommt die Klasse hinzu. Und die nennen wir jetzt erstmal Card. Ganz einfach aus der Grund, dass wir einfach von der Klasse hier die Basic-Methoden reinschreiben und davon erben lassen. Dann, das heißt, jede andere Karte, die können wir halt unterschiedlich nennen. Und die können dann halt unterschiedliche Attribute und unterschiedliche Eigenschaften geben. Was das Ganze hier ist, wir sind im Package Cards. Das ist dieses Package. Das, die Klasse heißt Card und ist public, also für jeden einsichtbar. Und dann ist das hier jetzt die Aufrufe. Und wenn ich die bei der anderen Klasse initialisiere, dann wird das als erstes ausgeführt. Cards.card.card. Das ist jetzt hier. Ach man, da müsste ich jetzt erstmal kurz das Java-Doc öffnen. Hier als erstes sieht man Cards, das ist das Package. Danach kommt Card, das ist die Klasse. Und danach kommt die Methode Card, das ist jetzt die, die wir angewählt haben. Gut. Da ich mit dem Abbilden von bestimmten Funktionen überhaupt keine Ahnung habe, brauche ich Hilfe. Ich kann die Background-Klassen schreiben, ich weiß, wie die einzelnen Sachen funktionieren. Ich kann aber bitte keine JFrames, ich kann damit überhaupt nicht umgehen. Das ist leider etwas schade, allerdings, es müsste hinkriegbar sein. So, was hat eine Karte? Eine Karte hat, und das ist wahrscheinlich verständlich, ein Leben. Das ist bei mir im Moment in einem Double. So, jetzt machen wir hier das nur für diese Klasse zugänglich. Double ist der Datentyp, in diesem Fall eine Fließkommazahl. Und das nennen wir einfach HP für Health Points. Und die sollten bitte mitgeliefert werden, weil wir wissen ja nicht, wie das ist. Ansonsten passiert ja halt bis jetzt noch nichts. Das wird bei mir immer so hingeschrieben, dann weiß ich das. So, dann soll vielleicht eine Karte noch Armor haben. Private Double Armor. Nicht Armor, sondern Armor. So. Die soll auch mitgeliefert werden. Wir wissen ja nicht, wie viel, welche Karte. Wir können ja unterschiedliche Karten machen. Zum Beispiel Supporter-Karten, die da haben dann halt wenig HP, wenig Armor, haben dafür aber eine bestimmte Fähigkeit, bestimmte Karten heilen zu können und so weiter. Ich habe mir gedacht, dass das vielleicht so ein rundenbasiertes Game wird, das halt, ne? Und dass halt bestimmte Karten mit ein, hier diese Poison-Effekte haben und sowas alles, dass man immer schön Schaden kriegt, so, ne? Und deswegen man extrem schnell reagieren muss, weil wenn man keine Karten mehr auf dem Spielfeld hat, außer am Anfang, am Anfang hat man ja gar keine, dann ist das Spiel verloren. Ansonsten, sobald der Gegner keine Karten mehr hat, da hat man das Spiel automatisch gewonnen. Das Ganze soll ein Multiplayer-Game werden, was im lokalen Netzwerk funktioniert, weil ich habe kein Geld, mir einen externen Server zu begeistern. Das geht nicht. So, dann können wir wir brauchen einen zweiten Initialisierer. Wir überladen jetzt eine Funktion. Das heißt, es gibt zweimal die gleiche Funktion, es gibt aber oben, können unterschiedliche Sachen mitgegeben werden. Jetzt zeigt er euch, oh, das ist rot, ja, weil zweimal die gleiche Sache da ist. Deswegen sagen wir jetzt, wir hätten gerne ein Double Health. Und wir hätten gerne ein Double Armor. So.
Und jetzt wird das alles auf einmal nicht mehr rot angezeigt. Klar, jetzt hier noch die Funktionsschleife. Und dann müssen wir sagen halt, this.hp, also HP, ist gleich health. Das heißt, wir setzen die Leben, den Leben gleich. Das heißt, wir übernehmen die Leben auf Deutsch. Und das machen wir gleich hier nochmal mit dem Armor. Gleich Armor. So. Na. Komm. Jetzt stell dich nicht dümmer an, als du bist. So. Hätten wir die Funktion überladen. So, was ist das Besondere, was eine Karte ausmacht? Nun ja, wir brauchen diese Karte hier. Es kann im Moment gar nichts. Deswegen wollen wir vielleicht ihm noch ein Private Double Attack unterstrich Attack Damage dem Mage. Schreibt man das so? Jetzt schreibt man es so. Habe ich festgelegt. Fertig. Der wird natürlich hier mitgegeben. Das ist ein Double Attack Tag Demage. Das heißt, this Punkt Attack Damage ist gleich Attack Damage. Und dann hätten wir jetzt hier noch die folgenden Methoden: Public Double. Das wird so ein Double zu. Jetzt sieht man hier, es gibt eine Funktion, die ist öffentlich. Es wird ein Double, also der Datentyp, der zurückgegeben wird, angegeben. Wenn nichts zurückgegeben wird, steht da Void. Das zeige ich euch später. Und dann jetzt Get Help. Wird später noch gebraucht, wenn ihr zum Beispiel den aktuellen Status einer Karte wissen wollt. Und jetzt. Ja, und wie gibt man das jetzt zurück? Ich habe keine Ahnung. Einfach return und dann den Wert, den wir eingeben wollen. Also in meinem Fall ist das this.hp. So, das müssen wir jetzt noch ein paar Mal machen. Ich glaube, ich werde das ein bisschen überspulen. Bis gleich. So, nachdem wir die Get-Methoden haben, müssten wir vielleicht auch die Leben ändern können oder der Armor. Der Attack-Damage, den könnten wir vielleicht auch noch erhöhen oder verringern. Nun, das ist natürlich auch. Jetzt kommt dieser Void-Typ. Also, wir schreiben Public für den Zugriffstyp, wer diese Funktion sehen kann. Void, es gibt nichts zurück. Und jetzt sagen wir, also ich mache das gerne mit Change Health. Ihr könnt das anders nehmen. Ihr könnt das zum Beispiel Increase Health. Da habt ihr jetzt zwei Methoden zum Verändern des Lebens. Also hier das muss ein Double sein. Double Amount. So. Da sagen wir jetzt hier noch Increase, also verhöhen. Auf Englisch. Ist Englisch, heißt erhöhen. Auf Deutsch. Oh Mann, ist furchtbar. This.hp. HP. Plus gleich. Das ist in Java die Methode, wie man wie man Variablen miteinander addiert und die dann auch den Wert behalten. Wenn ich jetzt das schreiben würde, würde er das einmal ausrechnen und dann wäre es das. Das heißt, plus gleich Amount. Wenn man jetzt hier eine negative Zahl eingibt, wird natürlich die ganze Sache negativ gemacht. Ist klar. Da habe ich jetzt keinen Bock, das extra noch zu ändern, sodass es nicht geht und bla bla bla. Public Void Decrease
Dekrease Health. Und dann müssen wir hier den Double Amount übergeben. Also die Anzahl. Und wie viel? Dann machen wir jetzt einfach das. Punkt HP. Und das Ganze geht natürlich auch im Minus, im negativen Sinne. Minus gleich Amount. Das sind die mathematischen Grundkenntnisse von Java. Das ist eigentlich relativ einfach. Ja. Gut. Ich mach das mal schnell und so lange gibt's einen kleinen Zeitraffer für euch. Das hätten wir jetzt geschafft. Ich speichere meine Klasse mal kurz ab. Und jetzt haben wir in kurzer Zeit viele Methoden gehabt, um drei Variablen zu ändern. Klasse. Noch Vollzugriff haben wir jetzt nicht. Wir können zwar wissen, wie viel wir Armor, Leben und Attack Damage haben. Das ist aber uns nicht genug. Wir können sie zwar auch erhöhen und erweitern, aber was ist, wenn wir sie komplett ändern wollen? Mal auf einen Wert normen wollen. Das ist jetzt die Frage, wo man sagt, okay. Ich habe die Idee. Und dann heißt es immer, ja, wir ändern das und das auf diese Zahl und bla bla bla. Und ja, wir machen erst die eine so hoch und dann so hoch. Ach, ich will doch nicht alles mitgeben am Anfang. Dann kann man immer sich noch aussuchen, was für eine Karte man baut und sowas alles. Deswegen habe ich mir gedacht, dass es vielleicht auch nicht ganz so schlecht wäre. Public. Void. Und jetzt Set Health. Jetzt Int. Ne, ein Double muss selber gehen. Double Health. So. Jetzt heißt es wieder this.hp ist gleich Health. Das heißt, wir setzen die HP-Variable, die unsere komplette Klasse hier, diese hier, die nur für unsere Klasse gilt, das ist wohlgemerkt, also später auch nur für unser Objekt, weil von einer Klasse wird immer ein Objekt erzeugt mit entsprechendem Speicher. Und davon haben wir halt die HP-Variable und die ändern wir hier die ganze Zeit. Und dieses this.hp, also die this heißt immer diese Klasse, .hp, also wir nehmen diese Klasse, davon die HP-Variable mit dem Health. Und setzen die Health gleich. Würde ich hier ein Zweier, würde ich hier noch ein weiteres ist gleich zu sein, würde er mir einen Fehler anzeigen. Das gibt es auch, ist aber den Vergleichsoperator, ob HP gleich Health ist oder das ist hier nicht gegeben. Also kann ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, das ist schon verständlich. Das ist halt Vergleichsoperator. Der Vergleich this.hp, also HP mit Health. Naja. So. Dann sagen wir mal public. Void. Und dann Zeitraffer ab. So, nachdem wir diese ganzen Sachen jetzt haben, haben wir vollen Variablenzugriff auf unsere Karten. Das heißt, wir haben unsere Karten jetzt mitgegeben, HP, Armor und Damage. Wir können diese in jeder Weise ändern und auch auslesen. Das ist toll, oder? Gut, ich werde jetzt noch eine Fun-Methode hinmachen oder eine zweckmäßige Methode. Und dann heißt es jetzt public void kill card. Ach so. Kill Card
Da wird nichts übergeben, es kommt nichts zurück. So. Was geben wir der Killcard mit? Wir sagen einfach, this und HP ist gleich 0. Wenn die HP 0 sind, ist die Karte tot. Im Gegenzug müssen wir allerdings auch gucken, ob die wirklich tot ist. Das heißt, public, void, public, und jetzt geben wir hier ein Boolean zurück. Das ist der Datentyp, ob da kann, der kann nur wahr oder falsch sein. Dazwischen gibt es nichts, nur wahr oder falsch, 0 oder 1. Sowas halt. Keine 2 gibt es nicht, minus 1 ist auch drin. Nur 0, 1, wahr oder falsch. Und nicht vielleicht, das gibt's da nicht. Und dann ist card dead. Dead. So. Und jetzt kann man prüfen. In Java gibt es die Möglichkeit, Sachen zu prüfen. Das heißt, if, wenn eine bestimmte Bedingung eingibt, dann ist das wahr, dann wird diese Klammer ausgeführt. Also da wird der Block, der werdet ihr gleich sehen. If this.hp ist gleich, und jetzt machen wir hier, weil es auch manchmal kleiner gleich sein kann, weil bestimmte Attacken einfach mal dermaßen groß sind, 0, return true. So, was passiert jetzt? Wenn der Spieler wirkt, wenn die Karte wirklich tot ist, also diese Zahl hier kleiner oder gleich. Wir müssen das wieder tauschen, ansonsten erkennt das nicht. So. Kleiner oder gleich 0 ist, wird dieses ganze Sachen mit dieser Sache ausgeführt. So. Man könnte jetzt sagen, else. Ansonsten. Return falsch. False. Ansonsten lebt sie ja noch. Und jetzt nochmal is card dead zu is dead. Das passt besser. Stell mal vor, card.is card dead. Das können wir jetzt hier übrigens auch im Java-Doc wiedersehen. Das gibt einen Boolean zurück aus der Verzeichnis cards, das Package, die Klasse und die Methode. Jetzt sage ich hier noch, so, einmal noch, da. Gehe ich hier oben hin und mache einen Kommentar. Einen mehrzeiligen. Sage hier hin, add author, Pin Freak, dass ich der Autor bin. Das speichern wir mal, das wird unten nicht angezeigt. Date, welchen haben wir heute? Ich glaube, heute haben wir den 30. 30.12.2017. Und dann sagen wir noch vielleicht add Version 1.0. Das heißt, was ich jetzt angegeben habe, war der Autor, also mich selber, das heutige Datum, wann die Klasse erstellt wurde, und die Version. Was man noch machen könnte, wäre add description. Wird das so geschrieben? Add description, ja. Mother class of card. Das ist die Mutterklasse der Karten. Mehr nicht. Weil wir ja sagen jetzt, hey, wenn ich jetzt diese allen Methoden habe und ich möchte jedes Mal nicht noch neu schreiben, das heißt, ich möchte nicht Copy-Paste machen, gibt es in Java die schöne Möglichkeit, das Ganze einfach mal schön zu machen. Und wie geht das? Ganz einfach. Wir erstellen uns erstmal eine neue Klasse. So. Neue Klasse. Die nennen wir jetzt mal. Och, scheiße, wie wollen wir unsere erste Karte nennen? Pass auf, wir machen bestimmte Karten-Presets. Erstmal fertig.
Und zwar ist das jetzt hier der Preset. Tank. Also der wird richtig... Na, es wird halt schwer, den zu sagen, ja, es wird ein Tank, ja. Es wird halt schwer, es ist halt kein Panzer, der richtig Angriffskraft hat, sondern es wird eher so ein Typ, der halt sehr viel Rüstung hat. So. Gut, und wie lassen wir jetzt die ganzen Methoden einhauen? Passt mal auf. Hier in Java ist eine schöne Möglichkeit, dass es Vererbung gibt. Warum soll ich die ganzen Methoden neu schreiben? Warum? Wenn ich noch eine Methode habe, die alle Karten brauchen können, kommt die in die Cards-Klasse. Also, Extends. Und jetzt Cards. Das heißt, so, Extends Card. Das heißt allerdings, dass wir jetzt hier diese ganzen Methoden immer schön aufrufen können und der Tank trotzdem was komplett anders ist, aber trotzdem die gleichen Methoden und die gleichen Variablen hat. Ist das krank, oder? Das ist krank. Das ist toll, was? Mir gefällt sowas und es ist tatsächlich mal sinnvoll. Es wird auch ganz oft genutzt, das ist extrem wertvoll. Also, Tank. Und jetzt sagen wir einfach super. Punkt. Und jetzt seht ihr hier, hä? Das ist von der Karte. Die Funktion haben wir doch gerade eben alle erst erstellt. Hey! Ja, richtig. Mit super rufen wir nämlich die vorherige Klasse auf, von der wir erben. Das ist krass, oder? Und jetzt sagen wir einfach super. Punkt. Set. Und jetzt haben wir hier Health. Und wir geben dem mal schön viel Leben. Ich weiß nicht, wie viel Angriffsschaden die nachher kriegen, also kriegt er erstmal 300 Leben. Gut. Super. Punkt. Set. Armor. Die Armor erhöhen die Leben nochmal zusätzlich. Und wir geben dem mal 500 Armor. Super. Set Attack Damage. Und jetzt wird's interessant, weil der Attack Damage beim Tank kann richtig skalieren, wenn man die richtigen Items baut. Wenn man allerdings ein Item-System einführt, macht das für die erste Version das so kompliziert, dass ich das garantiert nicht hinkriege. Deswegen habe ich vor, das ganze Ding langsam anwachsen zu lassen und dann, dass wir vielleicht in so 10, 20 Folgen anfangen mit den Sachen, wo ich mein Fuck kriege. Und dann halt machen wir die Attack Damage auf, sagen wir 100. Also insgesamt hat er jetzt 800 Leben und 100 Attack Damage. Super. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde vielleicht bis zur nächsten Folge noch ein paar Presets machen. Und die zeige ich euch dann oder erkläre es euch dann. In der nächsten Folge fangen wir an mit den Effekten von den einzelnen Karten, weil jede Karte hat ja einen unterschiedlichen Effekt, deswegen kann ich die nicht extenden lassen und so weiter. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen, schaut beim nächsten Mal wieder vorbei und tschüss.